Gleich 4 Offensivkräfte nominierte Murat Yakin. So offensiv begannen die Remi-Könige aus Thun schon lange nicht mehr. Doch das erhoffte Spektakel blieb aus, die Aufstellung erwies sich als eigentliche Mogelpackung. Dieser Schuss von Lezzano nach 14 Minuten war der erste Schuss Richtung Tor. Von Xamax war überhaupt nichts zu sehen. Bis zu diesem verunglückten Lüthi-Freistoß. Almerares gegen Schirinzi. Der Thuner als letzter Mann mit dem Foul gegen Federico Almerares. Doch Schiedsrichter Zimmermann hatte eine Schauspieleinlage von Almerares gesehen, nicht ein Foul von Enrico Schirinzi. Und deshalb gab es nicht Rot für den Thuner, sondern Gelb für den Neuenburger. Ehrlich gesagt, ich verstehe, dass Almerares in dieser Situation gar nichts mehr verstand. Denn der Stürmer wurde gefoult, theatralisches Abrollen hin oder her. Danach galt sofort wieder Safety First. Lieber ein Rückpass von der Mittellinie als ein Risiko eingehen. Doch manchmal bergen auch solche Rückgaben ein gewisses Gefahrenpotenzial, sofern der Torhüter kein Filigrantechniker ist. David da Costas Einlage blieb ohne Folge. Zur Pause stand es 0:0. Und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie arm an Höhepunkten. Thun war die etwas aktivere Mannschaft. Doch mit Abschlüssen wie diesem von Proschwitz beunruhigt man niemanden. Dass aus dem Spiel heraus ein Tor fallen würde, schien eher unwahrscheinlich. Und deshalb erstaunt es wenig, dass Basch im Anschluss an einen Freistoß fast das 1:0 gelungen wäre. Xamax hatte die bis dahin beste Möglichkeit der Partie, ohne etwas für die Offensive getan zu haben. Der Unterhaltungswert des Gezeigten war weiterhin recht tief. Immerhin, der Thuner Lezzano sorgte als aufsässiger Fighter gegen Paito für Stimmung und kreierte mit seinem Einsatz eine Torchance. Mit etwas Glück gelang Proschwitz in der 66. Minute das 1:0 für Thun. Der Ball sprang von Keller zurück zu Proschwitz, der seinen 8. Saisontreffer erzielen konnte. In der Folge musste Xamax etwas mehr riskieren und die Thuner hatten dadurch etwas mehr Platz. Dario Lezzano verfehlte das Ziel nur knapp. Der Paraguayer war der aktivste Thuner. Eine Viertelstunde vor Schluss wieder der FC Thun. Via Lüthi und Proschwitz kam der Ball zu Witwer. Doch der vermochte Bedenik nicht zu bezwingen. Idealerweise hätte Andreas Witwer mit rechts statt mit links abgeschlossen. Dann die 88. Minute. Xamax mit einem letzten Angriff. Omar Ismail einfach mal in den Strafraum mit dem Ball. Gohu! Das war ganz, ganz knapp. Die Thuner kamen hier mit dem Schrecken davon und brachten den 1:0-Vorsprung über die Zeit. Die etwas offensivere Ausrichtung wurde mit dem 6. Saisonsieg belohnt. Dem Team von Murat Yakin ist die Cup-Revanche geglückt.